Österreich. Fast 70% der Asylbewerber straffällig. Stadt Reichersberg hält dennoch an Asylantenheimplan fest. Wien, Reichersberg. In Österreich leben seit Anfang diesen Jahres insgesamt 12.340 Asylanten landesweit. Die Folgen der Grundversorgungsvereinbarung kostete dem österreichischen Steuerzahler im Jahre 2011 satte 70 Millionen Euro, wie die Zeitung Krone offenlegt. Entsprechend der Jahresstatistik des Asylbewerberkatalogs kamen davon rund 8000 Einwanderer mit dem Gesetz in Konflikt. Ihnen werden dabei in den meisten Fällen Strafdelikte wie Handlung um Leib und Leben, Diebstahl sowie Einbruch vorgeworfen. In mindestens 615 Fällen soll es um Nötigung, Drogenhandel, Menschenhandel und Freiheitsentzug gehen. Demungeachtet beharrt die Stadt Reichersberg im Oberösterreich, die in einem leerstehenden Gebäude inmitten einer Wohnsiedlung ein Asylbewerberheim einrichten will, weiterhin darauf, ihr Vorhaben unbekümmert jeglicher Bürgerproteste in die Tat umzusetzen. Lediglich die rechte FPÖ steht dem Projekt kritisch gegenüber und sieht das Hintergehen der Reichersberger als unverschämt an. Der FPÖ-Landtagsabgeordnete Nerath wirft Landeshauptmann-Stellvertreter Ackerl vor, ihm seien die Sorgen und Befürchtungen der Gemeinde egal und Demokratie finde für Ackerl nur bei Bedarf statt. Anfang April sollen die ersten der rund 25 Asylanten nach Reichersberg kommen. Die Caritas-Flüchtlingshilfe möchte die ganze Woche lang Personal ins Haus schicken, die sich, wie es heißt, um die Anliegen der Asylanten kümmern sollen. Abends und am Wochenende soll es sogar eine Art Notdienst geben, der bei Problemen ausrückt.